Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer neuen Folge Durchgequatscht mal wieder, nachdem in letzter Zeit eher Zeit für Pros Spielen war, denn Ryze hat ein weiteres Rework. Wir sind mittlerweile bei Nummer 7, wenn ich richtig mitgezählt habe. Vielleicht sind es auch 8, wenn man das eine kleinere auch noch zählen würde. Man kommt da ein bisschen durcheinander. Ryze hat selbst geschrieben, dass sie nicht genau wissen, ob man das jetzt hier Rework nennen sollte, aber dadurch, dass es Ryze ist, wollen sie es machen und ich mache das Ganze dann natürlich gerne auch. Ich werde in diesem Video erklären, was sich an Ryze geändert hat, wo jetzt seine Stärken und so, wo seine Schwächen liegen und generell so ein bisschen meinen Ersteindruck an den Champ geben. Ich konnte bis jetzt so 3 Games mit dem Champion zocken. Der Champion ist noch relativ neu raus. Ich habe trotzdem das Gefühl, dass ich das meiste eigentlich abgreifen sollte. Kann natürlich da neue Trends geben. LS erwartet zum Beispiel einen Tank Ryze, weil der Champion jetzt besser mit Mana synergiert, aber ich halte das für recht unwahrscheinlich. Die wichtigsten Dinge vorweg. Ryze wurde so umgehend verändert, dass er leichter zu spielen ist. Oder zumindest weniger comboabhängig ist. Früher war es so, dass du, wenn du 2 Marks oder 2 Runen auf den Gegner hattest oder generell genutzt hast, auf dich selber hattest, besser gesagt, dann konntest du tatsächlich über dein Q ein Schild auslösen. Und genau dieses Schild war natürlich immer sehr wichtig und gleichzeitig hast du natürlich auch über das zweifache Aktivieren des Es ein Bounce erzeugt oder wenn Minions kurz davor waren zu sterben und du hast ein E draufgehauen und er ist damit gestorben, dann hast du auch wieder einen Bounce erzeugt und so konntest du sehr, sehr komplexe Kombos machen. Wenn immer Wonder und Caps beim Teamfight zuguckt, haben die sehr oft diese Doppel-E-Variante gemacht, damit der E spreadet und damit man mit dem Q besser den Damage abfangen kann. Dann abfahren kann. Abfarmen? Abfahren? Ich denke, beides ist in irgendeiner Art und Weise möglich. Möglich, möglich. Mein Gott, was ist denn los mit mir? Also, erstmal vorweg, was wurde geändert, ist natürlich ein großer Teil. Oh, schön. Oh, schade, dass er sie gemisst hat. Hätte jetzt nicht erwartet, dass das passiert, dass eben genau dieser E jetzt immer spreadet. Das heißt, wann immer ich meinen E auf einen Minion mache oder auf mehrere, wird dieser tatsächlich durch die Minions durchgehen und auch die dahinter treffen. Er macht dabei allerdings keinen Schaden, sondern er markt sie nur. Der Mark ist allerdings wichtig, zum Beispiel so. Ich kann so jetzt immer die Ahri traden, sobald sie im Minion steht, weil ich immer wieder den E komplett durchschießen kann. Und das ist natürlich schon mal vorweg eine Sache, wo ich das Gefühl habe, da muss man sich drauf einstellen als Gegner. Wenn die Ahri das jetzt hier nicht relativ schnell sich darauf einstellt, kann ich das immer wieder nutzen. Für 80 Mana ist es ein verdammt guter Trade. Der Q wiederum hat jetzt nur noch 5 statt 6 Fähigkeitsstufen, was ja daran lag, dass die Ultimate einen weniger hatte. Oh, schönes Ding von dir. Kann ich nicht mehr viel gegen traden in dem Moment. Aber ihr merkt, ich gucke immer, ob ich mit dem E sie auch treffen kann. Wenn das der Fall ist, wunderbar. Wenn nicht, setze ich den Q gar nicht ein. Gleichzeitig wurde das Base-Mana von Ryze ein bisschen reduziert. Das merkt man natürlich ausschließlich im Early Game. Aber man kriegt immer noch den Movement-Speed irgendwie, wenn man die 2 Runen hat. Ich spiele das Ganze hier auch in Kombination mit Face Rush. Man kann wahrscheinlich auch immer noch oder wieder Komet spielen. Aftershock ist allerdings mittlerweile völlig useless, denn, da kommen wir zum W-Spell, es ist tatsächlich so, dass der W-Spell nicht mehr snared, sondern slowed. Er snared allerdings ja doch, Johnny. Ich habe doch gerade gesehen, dass er das gesnared hat. Ja, das ist ein Ausnahmefall, wenn du einen Mark auf den Gegner drauf hast. Das heißt, wenn du EWQ machst, ist der Gegner immer noch gesnared. Er ist allerdings nicht mehr gesnared, wenn du das nicht machst. Das bedeutet auch, dass Aftershock aus meiner Sicht ziemlich damit useless sein sollte, denn die Kernproblematik ist darin, dass du ohne dein E kein Snare auslösen kannst, den E allerdings zum Pushen brauchst und dementsprechend die Gegner eigentlich immer dich engagen sollten, sobald sie sehen, dass der Spell auf Cooldown ist, also dein E-Spell. Und das ist ein so großes Zeitfenster, was du den Gegner da öffnest, dass ich nicht glaube, dass das noch in irgendeiner Art und Weise sinnvoll ist. Vielleicht in ganz, ganz speziellen Matchups, wo du sonst gar keine Chance hättest, aber ansonsten würde ich das nicht spielen. Ahri ist hier in die Base gegangen, ich kriege meinen Free Recall, gehe natürlich hier weiterhin auf Tier. Tier ist immer noch das Item, was ihr haben wollt. Ich werde auch immer noch die Tier als erstes ausbauen. Generell ist es so, dass der W-Spell zum Beispiel jetzt auch besser mit Mana synergiert. Das heißt, vorher hast du 1%, oder ist das 1%? 1% zusätzliches Mana als Scaler drauf gehabt, jetzt sind es 4. Und das ist eben genau einer dieser Gründe, warum man jetzt auch wieder Mana-intensivere Builds bauen könnte. Zum Beispiel ein Frozen Heart bietet sich wieder mehr an. Ein Righteous Glory ist definitiv auch keine schlechte Option. Pinge hier sehr, sehr früh. Boah. Boah, das kann ich mir, glaube ich, nicht angucken, ohne Krankheiten zu kriegen. Da muss man immer natürlich sehr genau aufpassen, dass man da auch bitte das Gangplank fast trifft mit dem Auto-Attack. Ansonsten wird es schwer. Ansonsten muss ich sagen, gerade in den 1 vs. 2-Situationen, also generell,
vorweg einmal, was die erreichen wollten und was ich glaube, was sie erreicht haben, sind jetzt nicht immer dieselben Dinge. Ich glaube, das, was sie machen wollten, ist, dass Rice in den 2 gegen 1 Situationen schlechter ist. Das heißt, in den Situationen, wo Rice den Gank bekommt. Da war es bis jetzt ja so, du kannst den Gegner einfach snaren oder Flash snaren und dann ist der Gegner tot. Ne? Das ist relativ simpel immer gewesen. Und das ist natürlich etwas, wo ich mal sage, das war schon sehr frustrierend. Also gerade als Midlaner, muss ich sagen, hatte ich da schon relativ wenig Spaß, wenn der Gegner einfach genau für den Play 3-4 Mal geht und du halt einfach jedes Mal stirbst. Ich werde jetzt hier mit Hilfe von Face Rush wieder wegkommen. Ich flash das. Ich war mir nicht ganz sicher, ob sie das Level 6 durch das Minion bekommen wird und dann mich da down chasen kann. Ich habe noch den Teleport, deswegen ist es nicht ganz so schlimm. Trotzdem alles andere als optimal gespielt. So ein bisschen muss man da doch ein bisschen mehr Gedankenprozesse in diese Trades reinlegen, weil sie ja die Corruption Potion hat. Ich tippe jetzt hier auf die Mini-Wave, ist ein bisschen greedy, weil sie hat Level 6, aber sie hat kein Mana. Das heißt, ich sehe hier keine Gefahr für mich. Der Push generell natürlich jetzt nochmal simpler, weil du halt nicht auf den zweiten E warten musst. Trotzdem macht es oft Sinn, das trotzdem zu tun, um halt eben... Habe ich noch einen Turret gefressen? Nicht ganz gesehen. Ah, verdammte Axt. Ah, das war nicht ganz optimal. Also da, generell merkt man natürlich, in solchen Situationen fehlt das Schild. Wenn ich hier natürlich von Charm into Cocoon reinrenne, dann wird das natürlich schwer. Habe ich hier übrigens runenmäßig für 16 MR entschieden. Würde ich euch immer empfehlen, wenn ihr gegen Magic Damage Mitte und Jungle spielt. Das ist super stark, auch wenn ich das hier jetzt vielleicht noch nicht so ganz gezeigt habe. Corruption Potion wurde gleichzeitig übrigens ein bisschen genervt. Deswegen gehe ich hier nicht mit so viel Präferenz da drauf. Generell ist es allerdings so, dass Corruption Potion eher in Richtung Late Game genervt wurde. Der Damage, den du machst, der hat früher mit Leveln gescaled und tut es jetzt nicht mehr. Das merkst du allerdings natürlich dann hauptsächlich aus späteren Leveln. Eine wichtige Sache ist noch, dass man früher immer 3 Punkte in den Q gedonnert hat und dann eine E gemaxt hat. Woran lag das? Das lag daran, dass der Q-Damage oder zusätzliche Damage quasi gescaled hat mit dem Level deines Es. Oh wow, ich habe das Kämmen gemisst. Das bedeutet, dass es immer sehr, sehr sinnvoll war, Punkte in diesen E reinzudonnern, weil du gleichzeitig auch den Q-Damage erhöht hast. Das ist jetzt nicht mehr so. Was stattdessen allerdings jetzt so ist, ist, dass das Ganze mit dem Level deiner Ult scaled. Das heißt, du solltest unter gar keinen Umständen die Ultimate auf Rice nicht mehr skillen. Das war ja lange Zeit sinnvoll. Gleichzeitig hat die Ultimate jetzt auch ja wieder 3 Level. Allein dadurch hat Rice ja schon so ein bisschen signalisiert, hey, guck doch mal nach, ob das nicht sinnvoll ist, das zu maxen. Ist es natürlich. Bei Ultimates generell in League of Legends ganz oft der Fall, aber jetzt halt eben auch wieder bei Ryze. Ich glaube, ich kann ja einen kleinen Trade landen. Oder ich kann meiner Botlane vielleicht helfen, wenn die hier rausrennen. Okay. Ich hätte wahrscheinlich schneller wieder Mitte gehen können. Ich hatte keine Ultimate ab, um hinterher zu gehen. Die Ultimate wurde generell auch ein bisschen gebufft. Da merkt man ein bisschen was. Der Q-Spell wurde übrigens auch im Early Game ein bisschen gebufft, was daran liegt, dass der früher mehr Level hatte und da. Oh mein Gott. Okay, da bin ich aber jetzt mal Houston Bolt-mäßig in sie reingerannt. Trotzdem ein ganz schöner Trade. In solchen Situationen ist es jetzt oft mal weniger worth, für den Trade zu gehen, den ich da gerade genommen habe, nämlich der EWQ-Trade. Du snarest zwar den Gegner, aber ganz oft solltest du den Damage eigentlich trotzdem durchbekommen. Das heißt, in dem Fall, dadurch, dass man ja nicht mehr das Schild prockt, sollte das eigentlich nicht mehr so eine hohe Prio haben. Ah, scheiße. Ich sollte hier dank dem Movement Speed aber wieder rauskommen. Kommt Rice da rein? Ich muss sagen, der Damage, der darüber kommt, ist natürlich ordentlich, aber das soll dann natürlich auch sein bei einer Ahri. Muss jetzt hier einmal die Wave durchpumpen und dann basen, weil die Ahri wird mehr Sustain haben. Muss generell sagen, der Sustain von der Ahri stört mich hier schon so ein bisschen. Ich nehme öfter Trades, die ja halbwegs equal sind, aber... Okay, ich dachte, sie geht für Ult Q. An ihrer Stelle wäre ich hart für Ult Q gegangen. Aber ich glaube, sie hätte mich da nicht unbedingt killen können. Ist so ein bisschen, wenn ihr früher viel Rice gespielt habt, fühlt sich das teilweise schon ein bisschen merkwürdig an, was hier abläuft. Weil es halt immer wieder so ist, dass du das Gefühl hast, du bist deutlich mehr squishy als früher. Gerade dadurch, dass du Aftershock halt nicht mehr nehmen kannst. Das ist auf jeden Fall eine gewisse Problematik. Was ich allerdings auch gemerkt habe, ist, dass Teamfights sich tausendmal einfacher spielen. Weil früher hast du in Teamfights als guter Rice-Spieler darauf gewartet, das Target, was du geätet hast, quasi nochmal ehen zu können, um in Tiefer diese richtig großen Explosions machen zu können, wofür die guten Rise-Spiele ja dann auch immer gefeiert werden und was gar nicht so einfach ist, wie es manchmal aussieht. Ich habe jetzt hier meine Combo verhauen. Das jetzt
Ja, es war alles nicht smart, schon wieder ein Cannon-Mini gemisst. Plus, ich könnte für Triple Plating gehen, aber stattdessen gehe ich auch für den Botlane-Dive. Der Twitch ist so low, dass das hier auf jeden Fall machbar sein sollte. Werde jetzt auch einfach mal hin ulten und bin natürlich zu spät für die Party. Aber ich denke, wir sollten jetzt einfach die Triple Platings mitnehmen. Die Gagplank wird es sehr gut. Nevermind. Ist so schön, wenn Leute mitdenken. Wow. Das wiederum war halt beyond terrible. Like, really bad vom Jarvan. Ich würde jetzt gerne natürlich einfach in die Ahri reinlaufen, kann es hier allerdings natürlich nicht machen, weil ne, die würde mich hier höchstwahrscheinlich 1-on-1 können. Sollte jetzt auch gucken, dass ich den Charm zumindest auf jeden Fall dodge. Habe ich bis jetzt ja nicht so das große Talent für bewiesen. Bisschen schlecht auch der Trade wieder. Generell, dieses Sustain-Ding bei Ahri ist etwas, was ich ja einfach viel zu wenig beachte. Also ich gehe immer wieder für Trades, die relativ close sind, aber sie outsustaint mich dann einfach über die lange Tour. I may actually have a damn problem here. Okay, sie hat die Trade-Akku bekommen. Das war ein bisschen lucky. Und damit muss ich mich wieder zurückziehen. Es sind ganz, ganz viele Situationen hier, die nicht ganz so laufen, wie sie sollen. Deswegen wird das Ganze hier wahrscheinlich wieder was eher für den Zweitkanal. Aber ihr freut euch auch, wenn ihr hier den Content bekommt. Hoffe ich zumindest. Generell muss ich sagen, dass Ryze sich ziemlich strong anfühlt. Auch wenn das hier, diese Ahri-Lane ist irgendwie so ein bisschen da gewesen. Vielleicht hätte ich Cleanse gehen sollen statt TP. Wahrscheinlich wäre das besser gewesen. Ich mache mal gerade hier Fenster auf. Ich sterbe nämlich in meinen Räumlichkeiten. Das ist immer der große Unterschied zwischen Hauptkanal und Zweitkanal, ist, dass ich hier nicht sterbe oder nicht sterben will. Könnt ihr übrigens auch immer ins Studio fahren, by the way. Da ist eine gute Klimaanlage. Bei mir zu Hause nicht. Aber Klimaanlagen sind auch in den meisten Fällen ziemlich schlecht fürs Klima und das ist ja auch nicht das, was wir wollen. Das Game werden wir übrigens gewinnen über die Botlane. Ja, wir werden einfach über die Botlane das Spiel gewinnen, indem wir da weiter snowballen. Hallo! Dann bin ich ja mal genau im richtigen Moment gekommen. Diesmal würde ich auch den scheiß Turm mitnehmen wollen hier. Bisschen fehlt mir ein bisschen der Damage, um hier die Waves zu one-shotten. Habe ich auch meinen Ventilator hier genau reinbläst. Ich glaube schon, warte. So sollte es besser sein. Wunderbar. Starke Botlane, starke Draven. Draven, die Snowboard sind immer super schwer anzufangen. Die Gegner aber auch ein Twitch. Ich habe jetzt mehrere Twitches gesehen. Die verlieren natürlich alle die Lane. So ist der Champion, ja. Und ich glaube, das kannst du dir eigentlich aktuell gar nicht unbedingt leisten. Let me hold one versus two, I guess. The Jax will just eat there. Der Jax hat nicht die Nerven dafür. Das ist ein Gangplank One-Trick-Pony, der gegen den GP spielt und scheinbar überhaupt nicht weiß, wie man dagegen spielt. So ein Idiot, ne? So wenig Verständnis dafür, wenn Leute... Also er hat als zweites gepickt und beschwert sich über das Matchup. Oh, wenn ich gegen meinen Main spiele, weiß ich doch, wie ich dagegen spiele. Das hier ist ein Problem. Also man sollte schon wissen, wie der eigene Main zu schlagen ist. Das wäre schon echt gut. Konnte mich nicht ganz entscheiden, in welche Richtung es hier gehen soll. Oh oh. Eieiei. Ganz schöner Tanz hier wieder für mich. Ich muss jetzt die kleinen Spiderlinge hier wegmachen. Komme auch mit dem Movement Speed da nicht raus. Es wurde sogar gepinkt, dass die Elise kommt. Ich bin ein bisschen Brain AFK. Ich denke, ich werde hier mit... Ich hätte mit der Ultimate kann ich schon hinter Twitch gehen. Ich konnte mich nur nicht selbst ganz entscheiden, was ich mache. Aber ich habe auch Teleport, also ich kann das da unten gleich wieder halten. Und wenn die wirklich mit 3 Mann Botlane kommen, ist das auch gar nicht so bad für uns. Pushen zu dritt Mitte.
Ah, you gotta be kidding me. Was ist denn los mit ihm? Warum sollte er denn stay mit 2 AP? Naja, sowas ärgert mich auch übrigens während der Aufnahmen normalerweise, aber ich unterdrücke das da einfach ein bisschen mehr. Ich dachte, der Nautilus ist für das Caterpillar, aber hat keine Anzeichen in die Richtung gemacht. Interessantes Fass, war jetzt nicht so gut. Der sollte normalerweise schon gucken, dass er die Mini-Wave trifft. Ich muss jetzt ein bisschen aufpassen, dass wir hier nicht überrannt werden. Uff. Disconnected hat, ist auch ein Joke. Ich habe jetzt gerade den Flash auf Draven verloren. Ich weiß nicht, ob das der Moment ist, wo man für einen Drake geht. Verlieren auf jeden Fall im Mitte-Turret, aber der ist eh sehr low. Das heißt, wenn die Gegner dafür trainen wollen, ist das sogar gut für uns. Oh, what? Wir sollten das auf gar keinen Fall chasen. Ja, natürlich leide ich darunter. Ja, er hätte da aber auch nicht lang gehen sollen. Ich wusste ja, dass ich die Worte darüber stellen muss, weil die Gegner da sein werden. Wir haben aber den Kitchen of Draven, all good. Oh. Schade, netter Versuch. Hier zum Beispiel gegen das Gegnerteam ist jetzt relativ schwer, ne? Aber ich kann quasi für die Mercs gehen und habe dann auch noch die Möglichkeit für Leben zu gehen, für Armor zu gehen. Aber wenn ich jetzt hierfür gehe, also generell kannst du das immer machen, du kannst immer Resistenzen Span aufreißen, weil du über das Schild Pseudo-Leben bekommst. Quasi Leben, was du normalerweise nicht hättest. Deswegen kannst du quasi auf ihn Resistenzwerte erreichen, die normalerweise schlecht wären, weil du viel zu wenig Leben hast, um die zu rechtfertigen. Aber es funktioniert trotzdem. Das ist eigentlich ganz immer ganz cool gewesen. Deswegen verstehe ich nicht ganz, wie LS jetzt darauf kommt, dass er meint, dass ein Tank-Rise-Vibe wird. Weil das ja genau die Sache war, die Tank-Rise aus meiner Sicht immer so ein bisschen mit enabled hat. Dass du sehr effiziente Item mitnehmen konntest. Habe ich eine Chance gegen Arim? 1 gegen 1? Schwer zu glauben, ne? Ich kann auf jeden Fall mal flitzen gehen. Hätte da auch wieder für die andere Kombo gehen können, aber hier will ich tatsächlich auch den Movement Speed haben. Einfach damit sie mich nicht re-engagen kann. Ja. Kann ja eigentlich nicht overpushen, ne? Kann ja auch sehr unwahrscheinlich der One over One. Eigentlich sollte es gar nicht möglich sein. Wenn ich sie hier fertig hätte, vielleicht. Aber so wird es halt schwer. Ich will quasi in den Busch rein, der ist ziemlich wichtig. Ari ist allerdings Miss. Okay, die Ari wird jetzt quasi diesen Fighter hinterher chasen. Das bedeutet, ich kann hier free pushen. Sollte es auf jeden Fall auch nutzen. Das sollte fein sein. Ach, sorry. Ich benutze die F-Tasten nie, wenn ich aufnehme oder streame, weil ich glaube, dass das für einige so ein Epilepsie-Problem ist. Wenn ich das nicht verursachen will. Das heißt, mittlerweile nutze ich sie auch weniger off-stream, weil du gewöhnst dich ja irgendwann daran, das nicht mehr zu nutzen. Aber an sich finde ich es übrigens relativ gut. Also ich würde schon den einen oder anderen von euch raten, das zumindest privat zu nutzen. Ich kriege hier unten auf jeden Fall den Turm. Ich habe ziemlich wenig Pressure gehabt, fairerweise. Also es war eher, dass mein Team gerade so stark war. Ich meine, klar, ich habe den Turm bekommen, aber ich habe jetzt 7 Jahre gebraucht. Righteous Glory ist ziemlich beliebt auf Ryze. Ich weiß nicht, ob es auf dem Ryze genauso beliebt sein wird. Jetzt ein bisschen schwächer auf ihm. Weil das halt nicht mehr... Ich glaube, Ryze geht mehr Richtung Control Mage jetzt als in diesen AP Bruiser-Style rein. Aber das kann sich mit den neuen Items auch nochmal ändern. Bisschen wenig gesteckt. Bei Minute 20 sollte die Träne schon fertig sein. Aber Tier am Anschlag gleich. There we go. Rod of Ages war wegen Scaling-Problemen auf Ryze seltener gebaut. Aber ich glaube fast, dass man es wieder könnte. Weil er halt auch gut mit Mana-Synergie ist. Übrigens gegen die Krabbe immer einmal den Snare einsetzen. Also EW. Oh, Gott, you're kidding me. Das hat sich jetzt hier ein bisschen gezogen. Damit die halt eben ihre Resistenzen verliert. Ich sollte das mittlerweile wahrscheinlich kennen.
Damage-mäßig finde ich es ziemlich fein. Achso, übrigens merkst du als zweites den W, nicht den E. Hier irgendwie zwei Punkte drin. Ich finde, es fühlt sich alles sehr, sehr fluffig an. Man kommt da schon gut durch. Ich muss sagen, Facewash fühlt sich auch sehr stark an. Ich habe nicht das Gefühl, dass man es ersetzen kann. Auch wenn ich es natürlich gerne würde. So, wir haben for free Nash bekommen. Ich muss sagen, das Spiel ist echt völlig irrelevant von mir, ne? Ich könnte hier unten halt auch machen, was ich will. Solange ich einfach eine Wave pushe, damit Pseudo-Brecher, Pressure erzeuge, ist es, glaube ich, völlig fein. Wir werden das Game da oben einfach gewinnen. Das ist jetzt der einzige Moment, wo ich sterben kann, wenn ich hier pushe, weil mein Team gerade Zero Map Pressure hat. Das, was sie macht, die stelle ich immer hier hin und chillt. Sobald ihr da mehr Leute seht, geht's halt wieder los. Was für ein scheiß Auto-Attack von mir. Ludo ist jetzt auch noch hier, Ari ist auch noch hier. Und schwuppdiwupp sterbe ich. Fast als hätte ich es kommen gesehen. Mann, ich hätte die einfach killen können. Ich hätte einen Ward stellen können für Jax, aber da waren auch Minions. War ein bisschen schade. Dragon stirbt auch noch. Ja, das war halt genau das, was ich meinte, ne? Das ist die einzige Situation, wo ich sterben kann, weil wir keine Pressure haben. Da hätte ich wahrscheinlich einfach rausgehen sollen. Das ist der Jackside-Recorder, war natürlich auch bad, aber du kannst halt nicht immer... Man kann Dinge nicht immer auf Situationen schieben, die so viel früher passiert sind. Jetzt ist so delayed auf dem Route, wäre wahrscheinlich bad. Ich denke, Liantris sollte hier ziemlich strong sein. Aber ich gehe Liantris. Dann geht noch der Jax Buff. We still have Jax Buff. Come here. Wunderbar. Ari Ultimate for free bekommen. Viel mehr kann man sich da nicht wünschen. Alter. Kann der auch mal 5 Sekunden da sein? Super ätzend. Aber super ätzend. Pushbot, no, you have Nash. We don't. Okay. Ah, never mind. Never mind. Der Nautilus hat auch noch Nash. Also, ich sag's ja immer wieder, ne? Split pushen auf der Elo ist super schwer. Einerseits, weil Team es nicht raffen, wie man es machen muss, aber andererseits, weil es auch keiner der Splitpusher rafft, ne? Auf jeden Fall gut halbiert, die Dame. Natürlich gegen den Twitch jetzt nicht so ganz so einfach. Hier zwischen den Lanes zu rotieren. Jax müsste eigentlich eine große Minion Wave quasi stacken da unten, was mit Nash-Buff aber auch nicht ganz so einfach ist. Ah, you kidding me. Ich bin einfach ein bisschen dumm. Aber it's fine. Oh, oh. Ah, I just threw Draven. Na, not like this. Da hab ich mit der Ryze und vielleicht Draven relativ hart getrollt. Auf jeden Fall den Flash bekommen. Gerade in solchen Situationen macht es jetzt super Spaß mit mir. Schon eher witzig. Der Jarvan das Ganze natürlich hier nicht ganz so witzig findet. Bin mehr oder weniger wieder full life. Na, ich habe Face Rush. Illegal. Ja. Wie soll ich denn da rauskommen, hm? Ich muss sagen, der Jax ist schon so einer, der... Ist nicht so ein ganz smarter Boy. Aber er hat trotzdem in vielen Punkten, hat er trotzdem richtig. Overextendiert schon recht ordentlich.
Wann würde ich den neuen Rice picken, ist so ein bisschen die Sache. Ich glaube generell in ziemlich vielen Free-Matchups, also wenn die Leute keinen starken Midlaner picken. Ich glaube, Rice scaled immer noch brutal. Das ist die Frage, ob ich für einen Rod of Ages gehen würde, ja. Ist das schon der neue Rod? Nee, ne? Nee. Aber es wäre halt schon... Es wäre halt schon nice. Es ist halt die Frage, ob Katalysator das ermöglicht. Kriegst halt 300 Mana. Das sind halt 9 Damage mehr oder so, ne? Puh, der Jax redet echt viel. Denk mal, hier haben die Gegner Vision. Ah, da warte ich vielleicht einen Ticken Dieb in dem Moment. Leute, ja, Tiefholz ist generell halt viel, viel leichter zu spielen. Auch wenn das jetzt hier nicht so ganz deutlich wird. Aber wenn quasi die E-Kombos sind früher ja das gewesen, was ein... Die können übrigens das Game nicht mehr gewinnen, die Gegner. Also, dass ich hier Limit-Testing mache, ist kein Problem. Das Game ist Giga-One. Ich muss sagen, Righteous Glory ist ganz cool, weil du halt quasi immer noch mal hinterher gehen kannst. Wow. Das Triumph und Renick gleichzeitig, hoffentlich. GGWP. Ja, auf jeden Fall ein schlechtes Game von mir, but I don't really mind it. Ich hätte ja jederzeit, wenn das wirklich so ausgesehen hätte, als könnten wir das Game verlieren, dann wäre ich hier wahrscheinlich auch nochmal ein bisschen mehr Power hintergeben können. Also das Ding, was halt einfach da ist, ist quasi, dass ihr, wann immer ihr jetzt wollt, diese zwei E's trefft. Ne? GGWP. So, GG Snacks. Ja, meine Damen und Herren, das war eine weitere Folge durchgefallen auf meinem zweiten Kanal. Wir ordnen niemanden, I guess. Ich weiß aber nicht genau. Ich glaube, ich hätte den Draven ordnen sollen. Wahrscheinlich hätte er es verdient gehabt. Wunderbar, bis zum nächsten Mal. Haut rein, euer Jetschon.